Ja. Wir sind beschäftigt hier mit Geld machen. Wir sind der Meinung, man kann einfach so mit Kohle die Probleme aus der Welt schaffen. Ich war noch klein, wollte so sein wie die Älteren. Schneller als man denkt, wird ein Schein zu nem Geldbatzen. Ah, guck, man lebt für den Moment. Runden Tränen, einem Benz. Ich will, dass jeder mich erkennt. Homie, heute läuft es gut und morgen fehlt dir jeder Cent. Verpenn dein Leben in der Gegend, wenn es brennt. Kein Einzelfall, ich wär fast reingefallen. Zum Glück hat mir das Mic gefallen. Und ganz egal, was alle wagen zu sagen, ich bleib am Ball. Was für Business, wenn du nur kleine Scheine machst, es lohnt sich nicht und fick den Kopf nur wegen Ort in Einzelhaft. Doch geht es gut, dann weißt du, dass du eine Menge Feinde hast. Die lauern vor deinem Haus, wollen dich ficken, weil du weißt, es hast. Jetzt bist du pleite, das ist Karma, was dich gerade fickt, weil du schon seit Anbeginn an Straßenkids Hase tickst. Und man wartet, bis das Leben dir einen Haken gibt. Selbstbewusst, ich laber nicht, weiß, der Teufel macht wahnsinnig. So wie Rado, der seit Jahren auf der Straße sitzt und dir für den harten Shit im Abendlicht die Nase bricht. Guck, er wär keine verlorene Seele, hätte er sich damals dagegen entschieden, Drogen zu nehmen. Ein Leben ohne Probleme bleibt ein Gedanke von ihm jedes Mal, wenn er seine Augen schließt und es sich in die Vene jagt. Pläne gab's, nur ihm fehlte jede Möglichkeit. Und so wurde mit der Zeit aus Höflichkeit böse sein. Bekommen Bürgerrechtsgeschichten, die man sieht. Zum Glück bin ich MC und pack Geschichten auf den Beat.